Da bin ich wieder zurück mit Let's Play der Part 2. Jo. ja. Wir müssen jetzt diesen kleinen Pümpel. Ist der Sound noch da? Hallo? Doch, jetzt. Ich habe mir das gerade irgendwie eingebildet, dass der Sound weg ist. Sie wollen lautlos morden. Wählen Sie dazu die Was? Garrett? Die Garotte? Ja, ich nenne es Garotte. Okay. Im Waffenmenü aus und drücken Sie links STRG, um in die Hocke zu gehen. Okay. Wo ist die Garotte? Da ist die Garotte. Also, schleichen wir uns hier hoch. Hab ich nicht gesagt, du sollst Abstand halten? Halt die Schnauze, ich muss mich hier anschleichen. Wir sind nicht allein. Gedrückt von hinten an, Gegner, und halten sie links und rechte Maustaste gedrückt, um ihn zu würgen. Alles klar. Kämpft! Scheiße, hier drüben! Achso, ja. Drücken und halten die Anschlüsse. Dominik, wirst du mit dem Kerl fertig oder was? Ich sollte das Fleisch mal mitlesen, ne? So. Alles klar. Schleichen uns mal weiter. Oh, da ist noch einer. Den könnten wir eigentlich auch noch erwürgen. Das machen wir auch. Hallo. Mischen wir mit! Alfred Gomez. Wie gut, dass das nicht Mario Gomez ist. So. Aber ab jetzt wird es ein bisschen anders laufen, weil jetzt tauchen da vorne noch so zwei Pümpels auf, die mich ein bisschen, ne, ein bisschen ärgern wollen. Und das finde ich ja nun gar nicht so in Ordnung, ne? Ich weiß, dass sie da sind. Hallo. So. Und einmal Waffen-Upgrade, schallgedämpfte Pistole für meine Familie jetzt verfügbar. Das ist ja super. So. Und ich würde sagen, jetzt nehmen wir einmal das Präzisionsgewehr. Weil jetzt müssen wir uns ein bisschen auf den Kopf des Typs ziehen. Zurück, Klugscheiße! Hä? Wo? Oh, ach, da. So. Können wir uns unterhalten? Hallo? Einmal Waffe weg. Moment, wie ging das nochmal? Ach so. So. Bist du okay? Die Kerle haben gesagt, sie würden mich im Beton gießen, um Rot eine Nachricht zu schicken. Scheiße nochmal, so will ich nicht abtreten. Die haben herausgefunden, dass ich Informationen über ihre Schmuggelgeschäfte gesammelt habe. Die schleusen automatische Waffen nach Florida ein. Neue Modelle, heiße Ware. Wer diese Babys hat, kontrolliert die Stadt. Oh, geil. Diese Ware will ich auch haben. Ich wette, Mr. Rot will wissen, ob sein Mann noch lebt. Ja, noch lebt er. Also das können wir schnell ändern. Wenn ihr das wollt. Also. Nee, komm. Nee. So ein Schwein bin ich auch nicht. Gut. Liegt hier noch was? Achso, nee, Quatsch. Das ist das Leuchten hier von diesem verpümpelten Ding, ne? Ah, warte mal, da drüben ist gleich ein Telefon. Ja! Danke, Spasti! Fahr mich um! Ich kann's ab! Ja? Hier ist Heyman Roth. Hallo! Mr. Roth, Ihr Mann ist sicher. Ich weiß, danke. Hören Sie, da ist dieser Platz bei mir um die Ecke. Dort treffen wir uns. Ich will Ihnen was geben. Boah, Geld, Nutten. Oh, ich nehm alles. Diese Orte, an denen wir Mr. Roth treffen, sind verdammt. Wozu die alle, Jungs? Ich dachte, er ist Millionär. Oh, fahr mich alle an! Ich bin doch ganz normaler Mafiosi. Was? Gut, wir sehen uns. Klicken Sie im Familienstamm auf ein Porträt und verbesserte Fähigkeiten und wir könnten noch einige Männer gebrauchen, ja, Dominik. Ich weiß. Ich werde jemanden anheuern. Die Familie braucht frisches Blut. Leute, wir haben noch nicht einmal die Möglichkeit gekriegt, um jetzt irgendwie einen zum Kapo zu machen. Also jetzt bleibt mal ruhig. Weil die Möglichkeit. Ja. Die Möglichkeit, die kriegen wir nämlich jetzt gleich erst, wenn wir mit dem Hymen gesprochen haben. Also Heyman Roth, also den Pömpel. Wow. Ja. Hm? Ja. Ruhig, Dom. Ich hab ihn gleich. Nee, du nicht. So. Was macht denn Fredo schon wieder hier? Die alte Pömpel. Was willst du? Hey, und was denkst du? Denken worüber? Was? Oh, ich will die Überraschung nicht zerstören. Rede einfach mit Mr. Roth. Oh, Überraschung. Ich liebe Überraschung. Juhu. Ja.
Hallo. Ihr Mann ist in Sicherheit, Mr. Roth. Hat aber ein paar Kratzer abgekriegt. Und? Er hat schon schlimmer ausgesehen. Als Dank überlasse ich Ihnen dieses Haus. Während der Prohibition war es mein Unterschlupf. Ab sofort gehört es Ihnen. Oh, sehr freundlich. Danke. Während der Prohibition, hä? Dann hat das Haus wohl schon einiges erlebt. Kann gut sein, dass noch irgendwo ein paar Fässer rumversteckt sind. Aber Dominik, ich habe Sie nicht nur wegen dieses Hauses kontaktiert. Nein, es gibt noch etwas, das ich Ihnen sagen möchte. Okay. Sie wissen selbst am besten, wie wichtig ein Capo für eine Familie sein kann. Ja. Vielleicht sollten Sie einen Ihrer Männer befördern. Machen Sie ihn zu Ihrem Capo-Regime. Dadurch wächst sein Einfluss und er kann mehr für die Familie tun. Das ist wichtig, Dominik, weil die Granados und Tony Rosato Jagd auf Sie machen werden. Sie müssen also vorbereitet sein. Gut. Also, jetzt gehen wir erstmal auf unseren Familienstammbaum. Held, ich brauche meine Familie. So, wen nehmen wir denn mal als Capo? Nehmen wir einen Sanitäter? Ja, die haben beide allgemein. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den Bilbadi. Also ich denke mal, zum Schluss werde ich sowieso nochmal den ganzen Stammbaum erneuern. Weil es ist besser, wenn du, also wenn man jetzt die Waffenlizenz, wenn die bei allen so auf mindestens also auf erweitert ist. Oder halt Experte. Es gibt ja verschiedene Waffenlizenzen. Ich kann euch das ja mal ganz kurz hier bei Upgrade zeigen. Ja, investieren Sie Geld in Dominik. Ja. Hier, es gibt Waffenlizenz allgemein, erweitert, Experte und Meister. Die Meisterlizenz, die kriegt man, glaube ich, nur, wenn man über Multiplayer oder so spielt. Also hier halt über Internet, dass man dann noch die Fähigkeiten irgendwie erweitern kann. So viel ich jetzt weiß. Also genau weiß ich es jetzt nicht, aber ist ja auch wurscht. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal Bilbadi als Capo. Jetzt ist nur die Frage, was wir jetzt noch so... Ja, das war sehr schlau von mir, Dennis. Sicher, ich rede jetzt noch in der zweiten Person von mir. Wunderbar. Das ist unglaublich. Also, was stimmt mit mir heute nicht? So, also ich wollte hier den Bilbadi gedingsen. Wir haben jetzt noch einen Brandstifter und einen Sanitäter. Also, Bilbadi befördern. Sanitäter und Brandstift. Das heißt, Safeknacker, Ingenieur oder Schläger wäre jetzt am wichtigsten. Ich würde mal sagen... Was nehmen wir? Safeknacker oder Ingenieur? Also Ingenieur ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt erstmal Ingenieur. So, Sprengstoffexperte, Ingenieur. Gut, jetzt haben wir hier noch einen Platz frei. Gut. Jetzt ist die große Preisfrage. Bleiben wir jetzt erstmal hier und machen jetzt erstmal so ein bisschen weiter oder fahre ich jetzt erstmal... Also, okay. Moment. Ich muss noch mal irgendwas gucken. Oder, also bevor wir jetzt hier in Florida weitermachen... Also ich mache das ja immer so, also auch auf der PS3, wo ich immer gespielt habe, bin ich wegen den Schlüsseln, also wegen den Gefälligkeiten hier für die Leutchens in den Familien, bin ich immer nach New York geflogen, um die halt da einzulösen. Das heißt jetzt, bei Tony Rosatos Familie haben wir 5 Soldaten und 3 Capos. Und was machst du? Und bei den Granados sogar ein Capo de... Decina, ja Decina, genau. Dann 3 Capos und 4 Soldaten. Das heißt also, da wird es noch einiges zu tun geben. Aber das sind ja noch nicht alle Familien, also da kommt noch einiges. Stocken wir unser Team jetzt wieder so, mit einem neuen auf? Reden Sie mit Fredo. Nicht schlechter Laden, ha? Mir ist die Suite in meinem Hotel lieber, aber man darf nicht wählerisch sein, stimmt's? So, haben die Granados damit zu tun? Mann, wenn ich sie erledige, dann nehmen wir mal das. Stell dir vor, Fredo, wenn ich die Granados stelle, das Geld, das ich hier verdienen kann, als würde ich Fort Knox ausrauben. Tja, die Granados ziehen sicher nicht den Schwanz ein, nur weil du Buh sagst. Du musst erst Oberwasser kriegen, wissen, wann du einen Gefallen einfordern kannst. Wenn du jemanden kennst, der dir Munition besorgen kann, ruf ihn vor einem Kampf an. Wenn ein Cop ein paar Beweise verliert, kannst du vielleicht jemanden aus dem Knast holen. Mann, du kannst sogar einen G-Man auf deine Seite ziehen. Cool. Ich weiß nicht, wer so ein G-Man ist. Alle sagen, okay. Rico Granados hat Beziehung. Er soll einflussreiche Freunde ganz oben haben.
Was weißt du darüber? Tja, der Bürgermeister, der Polizeichef, sogar ein paar Gewerkschaftsführer. Rico hat sie alle geschmiert. Aber wenn du ihnen einen Gefallen tust, revanchieren sie sich vielleicht. Es kann nicht schaden, den Jungs einen Besuch abzustatten. Gut. Normalen Leuten eine Gefälligkeit zu erweisen, ist eins. Hast du aber einen Richter, Staatsanwalt oder Polizeichef auf deiner Seite, steigt dein Einfluss. Und ein Gewerkschaftsführer. Seine Leute bauen deine zerbombten Geschäfte wieder auf. Gewisse Personen holen deine Leute aus dem Knast oder Hospital. Pfeift die Bullen zurück, wenn sie dich ärgern. Du kannst deiner feindlichen Familie auch einen Stich versetzen und sie einbuchten lassen. Das Beste an Gefälligkeiten? Du kannst sie jederzeit einfordern. Einflussreiche Freunde zahlen sich aus. Jo, das ist ja sehr interessant. So. Schwächen Sie die Granados und Tony Rosato. Übernehmen Sie eines ihrer Kartelle. Wo soll ich denn dieses Jahr in Urlaub gehen? Nee, Leute. Also bevor wir das machen, werden wir jetzt erst nochmal nach... Zeig mir diesen Granados Weicheiern, wie wir sowas in New York regeln. Hör dich an. Du klingst wie General Patton. Meine Güte. Ja, wir werden jetzt nochmal nach New York zurückfliegen, um erstmal einige Gefälligkeiten einzufordern, beziehungsweise ranzuholen. Chief, warum ging das Spiel gerade auf 17 FPS runter? Oh mein Gott! Ich bin ein bisschen verbannt. So. Achso, und hier könnt ihr auch mal das... sind nicht wie die Rosato-Brüder. Ja, ja. Die sind organisiert und haben Beziehungen. Man muss diesen Kerlen ein paar Schritte voraus sein. Nicht schlecht. Hier ist übrigens das gepanzerte Auto, was wir dann auch zum späteren Zeitpunkt dann mal freischalten werden. Das wird aber erst in Kuba passieren, weil da halt die Sachen so sind, ne? So. Also, ja. Ja, spricht das Mädel doch an, Penner. Werden Sie heute mit uns fliegen, Sir? Ja, selbstverständlich. Okay, alles bereit. Danke, dass Sie heute mit uns fliegen. Ja, eine andere Fluggesellschaft gibt es nicht. So, und ich mache das lieber jetzt schon mal. Ich wünschte, diese Hippies würden nicht ständig jammern. Weil es gibt dann auch noch einen Zeitpunkt in Florida, wo wir vorerst nicht das Gebiet verlassen können, weil nämlich der Flughafen streikt. So, ich brauche Schlüssel. Geben Sie mir bitte Schlüssel. Ah. Woran denkst du? Brauchst du einen Gefallen? Ich brauche einen Profi. Das ist ein scheiß Job und am Ende gibt's einen Toten. Meinst du, du kannst mir unter die Arme greifen? Jemand umbringen? Klar. Ja. Auftragsmord. Wunderbar, machen wir. Kriegen wir alles unter einen Hut. So, Flitzpiepen steigt ein. Dankeschön. So. Jetzt ist nur die Frage, wie wir jetzt so schnellstmöglich so viele Schlüssel zusammenkriegen. Das könnte, glaube ich, jetzt ein bisschen länger dauern. Ich hoffe es ja nicht. Da gibt's nur Geld. Nö, hey, Geld will ich nicht. Obwohl Geld eigentlich auch wichtig ist, aber nö. Ich möchte jetzt kein Geld. Ich brauche Gefälligkeiten. So. Ja. Schön, wenn hier so wenig Leute rumlaufen. Da kann man wirklich sehr gut Gefälligkeiten holen. Ah, hier. Was beschäftigt dich, Baby? Brauchst du Hilfe? Ja. Ein ganz bestimmter Laden hat sich meine Sympathien verscherzt. Jemand soll meinen Unmut zum Ausdruck bringen. Wäre das was? Schätzelein, das machen wir alles. Ja. Das ist alles kein Problem. Jo. Gut, gut. Haben wir noch ein paar Gefälligkeiten. Ich brauche Gefälligkeiten. Keine Bitte. Chance. Hab ich mit dir geredet? Wollen wir einen neuen rüberklettern, zu fett sind, lege ich mal einen Kriechgang an. Du sagst da einfach keine Chance. So, Gefälligkeiten, bitte. Diese Comics sind Teufelszeug. Ah, danke. Was bedrückt dich? Brauchst du irgendwas? Ja, ich bin reingelegt worden. Dafür mache ich diesen Hurensohn fertig. Kannst du mir helfen, dem Kerl das Licht auszuknipsen? Klar. Ja. Noch ein Auftragsmord. Oh, geil. Das wird eine super Aufnahme. Haben wir vorne noch irgendwie was? Ich habe unter seinem Bett Fotos von einer anderen Frau gefunden. Ja, da möchte ich mal drauf ansprechen. Du hast auch seit Monaten einen anderen. Wahnsinn, tolle Gesprächsthemen hier. So. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal so nochmal weiter. Ja, was ich natürlich auch schon öfters mal per PN gefragt wurde. Also,
glaube jetzt schon so 5 oder 6 Mal wurde das gefragt, was ich gerne esse. Also was mein Lieblingsessen ist. Also ehrlich gesagt, gibt es eigentlich nichts Besonderes. Also es, ja, keine Ahnung. Was ist das nochmal hier? Moment. Ach, Auftragsmord, okay. Ich esse eigentlich viele verschiedene Sachen. Also jetzt nichts Besonderes hier. Ich sag mal, ich mache auch mal zwischendurch selber Pizza oder ich hab noch esse auch gerne mal Nudeln. Oh, das wird wehtun, versprochen. Oder, gut. Was gibt's denn noch? Ich sag mal, Rührei oder... Ich hab wohl einen Drink. Ich mache auch zwischendurch immer so hier von Maggi Fix, wie nennt man das? Ja, hier so einen komischen Eintopf oder, ja, keine Ahnung, also halt verschiedene Sachen halt. Na, und damit ihr da jetzt erstmal Bescheid wisst, oh, hier haben wir neue Leute, was ist das für einer? Scheiß, das ist ziemlich in die Scheiße getreten zu sein, Mann. Eine Familie ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Deshalb brauche ich einen richtig guten. Ja, ich bin bereit für etwas Neues. Was musst du über mich wissen? Gar nichts. Hast du Fähigkeiten, von denen ich wissen sollte? Ich öffne Schlösser, Zahlenkombinationen, Bohrer, egal. Hab auch schon mal einen Tunnel in eine Bank gegraben. Ich komme überall rein. Gut, Safeknacker. Alles klar, den wollte ich sowieso ins Team holen. Im Ernst, also, du willst mich anheuern? Ja. Ja, du bist unser Mann. Willkommen in der Familie. Welcome to the family. Ich sehe ziemlich scharf aus, findest du nicht? Natürlich siehst du scharf aus. Du bist der geilste Typ hier, aber ich bin der allerobergeilste. Soldat ist in Ordnung, Cap. Ich arbeite mit ihm. Ich bin der Kegel. Hallo? Die Staatsgewalt macht Hausbesuche. Was? Verpiss dich aus meinem Laden, du Penner. Was war eine Butze? Wo ist denn der Barkeeper? Okay. Das ist... Na gut, okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, also damit ihr da erstmal Bescheid wisst, was ich denn so gerne esse. Und jetzt so auf andere Sachen will ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen. Also, okay, Chips esse ich auch zwischendurch. Und halt, also richtig gesund ernähren tue ich mich nicht. Also, ich trinke auch sehr gerne Cola. Aber was natürlich der Oberhammer ist, was ich, ich weiß nicht, wie ich es schaffe, trotz dessen, dass ich mich so ungesund ernähre, nehme ich ab. Das könnte ich brauchen. Es wird garantiert jeder sagen, ja, warum lügst du so rum? Das geht doch gar nicht. Ja, Leute, ich bin da selber so ein bisschen überfragt, dass das geht. Aber, ja, keine Ahnung. Ich bin da selber ein bisschen überfragt, aber irgendwie klappt das bei mir. Ja. Also da bin ich auch ein bisschen, ja, halt mit so einem großen Fragezeichen über dem Kopf. So, was müssen wir denn hier machen? Nein. Ach, Sabotage. Okay, dann haben wir den Laden mal zu Klump. Wer denkst du gewinnt? Ah, meine Knie bringen mich um. So. Haben wir hier noch irgendwo einen Schlüssel? Nö.